den, vážené dámy, vážení pánové, milé kolegyně, milí kolegové, já bych vás ráda uvítala na dnešní přednášce v pořadí již páté v rámci našeho literární vědného fóra ke kultuře a literatuře protektorátu. Naším dnešním přednášejícím je pan profesor Stefan Höhne, který v současné době působí jako profesor kulturního managementu na Institutu pro hudební vědu ve Výmaru a Věně a je vedoucím kulturních studií středovýchodní Evropy, takzvaný bakalářské studií na Vysoké škole Franza Liszta ve Výmaru a Univerzitě Friedricha Schillera v Věně, kde je v současné době i děkanem. Vědecká kariéra pana Höhneho se vyznačuje působením v mnoha odborných institucích, vystudoval na Univerzitě Heinricha a Heineho v Düsseldorfu, kde studoval germanistiku, dějiny a politologii, následně zde působil jako odborný asistent. V letech 1992 až 1996 působil v rámci DAAD jako lektor na katedře germanistiky Karlovy univerzity v Praze a potom byl odborným asistentem na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně. V sobě hostující profesor působil na univerzitách v Oxfordu, v dámském Odense, v Helsinkách, na Karlově univerzitě, na ANU v Praze, na německých univerzitách ve Wittenu, Herdecke, Lüneburgu a ve Francii v Paříži, Montpellier a Toulouse. Habilitoval se prací o německo-českých vztazích v době restaurace, která vyšla v roce 2000 pod titulem Öffentliche Diskurse o Nationalität und Ethnizität im Spannungsfeld von Böhmischen Landespatriotismus und Nationale Desintegration. Pan Höhne je rovněž členem mnoha odborně zaměřených spolků, co se týká do českého kontextu se uvést například jeho členství v představitelstvu kolegia Karolína či v odborně radě Centra Kurta Krolopa a bohatá je rovněž jeho ediční činnost. Pravidelně je vydávání germanistické ročenky Brücken nebo řady Intellektuales Prag s Immunicentrum i 20. Jahrhundert, stejně jako na vydávání časopisů Bohemia, což je periodikum kolegia Karolína. Budu velmi stručná, i co se týče jeho monografií, uvedu zejména ty, co se nějak vztahují k české literatuře a kultuře. Zde lze uvést z nejnovějších jeho tady známý handbuch, tedy Deutsche Literatur Prag, kde je Böhmische Länder, nebo trošku už pozdější z roku 2000, Nesmrtelní, smrtelní, Sterbliche, Unsterbliche, Geschichte des Untergangs der Tschechisch-Deutsch-Jüdischen Zusammenlebens in Böhmen, in Wortliebe. Já bych samozřejmě mohla pokračovat ještě dál a dál a dál, nicméně na tomto místě skončím a předala bych ráda slovo už panu profesorovi, který dnes prosloví přednášku k tématu literatura a politika, případové studie institucionalizace a ideologizace kultury a literatury v protektorátu. Ja, vielen Dank, Oskar Dorio. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder Gelegenheit habe, ein paar Ergebnisse aus meiner Arbeit zu präsentieren. Ich hatte gesehen, dass meine Vorredner zum Teil ja schon sich sehr intensiv mit literarischen Texten beschäftigt haben und ich wollte da einmal ein bisschen auf die literaturpolitischen Strukturen eingehen und versuche mal so das Gerüst in der nationalsozialistischen Literatur- und Kulturpolitik zu beleuchten und insofern mal auf die strukturellen Voraussetzungen einzugehen. Neben der institutionellen Ebene, die hier ein bisschen im Zentrum stehen soll, möchte ich auch auf die Problematik von Kollaboration, Eigensinn und Widerstand eingehen. Wobei ja schon in der Zweiten Republik, also in dieser kurzen Phase nach dem Münchner Diktat und an der Setzung der sogenannten Westtschechei, des Föderalen des Protektorats, eine. Achso, ja, ja. Ich würde überstehen, halt das jetzt nicht. Ja, ja. Ja, ja. Gut. Klar, logisch, ja, ja. Also ich versuche mich an das Skript zu halten, so einigermaßen, aber würde natürlich lieber ein bisschen frei sprechen. Also eine gewisse Gleichschaltung des öffentlichen politischen Lebens lässt sich bereits mit dem Münchner Diktat, Münchner Abkommen feststellen. Eine bis dahin ja sehr freizügige Asylpolitik, also bis 1938, findet und auch eine Asylpolitik mit wirklich dezidiertem kulturpolitischen Freiraum für exilierte Künstler, die fand ein abruptes Ende. Wobei Druck auf das Kulturleben
in der Tschechoslowakei schon vor dem 15.03.1939 seitens der deutschen Botschaft in Prag ausgeübt wurde. Das führte zum Beispiel dazu, dass antifaschistische Theaterstücke in Prag abgesetzt wurden. Und mit der Einrichtung des Protektorats veränderten sich dann natürlich die Rahmenbedingungen und die Ebenen politischen Handelns fundamental. Und auf die erste Folie schauen. Wenn wir da die verschiedenen Ebenen uns mal vergegenwärtigen, also die Ebene der Cultural Policy, der Cultural Polity und der Cultural Politics, dann finden wir mit der Einrichtung des Protektorats eben ganz dezidierte Ausprägungen oder Zielrichtungen auf der Ebene der Cultural Policy, eben die Durchsetzung einer völkischen Ideologie, die dann, wenn man ein Beispiel nimmt, eben zu einer Gleichschaltung des öffentlichen, politischen und kulturellen Lebens durch direkte, also Zensur, Verbote, Beschlagnahmungen oder indirekte Kontrolle führte. Auf der Ebene der Cultural Policy, also die institutionellen Rahmenbedingungen, das, was so auf der gesetzlichen Ebene passiert oder auf der Ebene der Institutionen. Da finden wir als Beispiel die Einrichtung einer Kulturabteilung im Amt des Reichsprotektors, die dann eben unter anderem auch Anordnungen des Prager Polizeipräsidenten dann weitergibt, eben zum Beispiel Maßnahmen gegen das Auftreten von Juden in öffentlichen Lokalen, Bädern, Schwimmschulen, Krankenhäusern, Sanatorien. So der Neue Deutsche Tag am 15.08.1939, also relativ bald dann schon die Durchsetzung der antijüdischen Gesetzgebung. Ja, und auf der Ebene der Cultural Politics, das ist dann die ungesteuerte Ebene, da könnte man dann Fragen der Kollaboration oder auch des Widerstandes untersuchen, das sich also unterhalb der Ebene der Institutionalisierung und der Planung bewegt. Ein kleiner Sprung, weil ich gesehen habe, dass ich doch eben relativ viel habe und damit das dann auch nicht zu lange dauert, komme ich gleich zur Kulturpolitik im Protektorat. Ganz kurz der Forschungsstand. Ich habe jetzt gesehen, eben auch nochmal in der Buchhandlung des Carolinums, die Historiker haben dabei doch relativ viel gearbeitet zum Thema Protektorat. Da gibt es eine ganze Reihe von auch wichtigen Monographien. Das ist in der Kulturpolitik noch nicht so der Fall. Wir haben zwar die Studie von Jerzy Dolezal, Česká kultura za protektorátu, da geht es aber vor allem um das Schulwesen, um die auch um Dichtung, das Schrifttum und die Kino, also das Kino. Dann gibt es die Studie von Tim Faut, die in Dresden entstanden ist, Deutsche Kulturpolitik im Protektorat Mögen und Mehren, die aber nur bis 41 geht. Und dann die Studie von Volker Mohn, der ja nach mir noch sprechen wird, der eine Doktorarbeit bei Düsseldorf bei der Brandes eingereicht hat, zur NS-Kulturpolitik im Protektorat Mögen und Mehren, der nochmal dezidierter auf die Konzepte, die Praktiken und Reaktionen eingeht. Das ist so aus meiner Perspektive jetzt so, glaube ich, das Wichtigste für die Literaturpolitik im Protektorat. Jetzt haben wir jetzt natürlich Literaturgeschichten, natürlich Olli, Walter Schatzschüler und so beiseite, die sich natürlich auch mit dieser Phase beschäftigen. Wichtig sind dann sicher die Studien von Peter Becher, der sich ja intensiv mit der Literatur des Protektorats beschäftigt hat. Peter Becher war ja auch schon hier. Und nicht zu vergessen allerdings auch einschlägige Erinnerungen, die uns einen doch wichtigen Einblick geben können in Literatur- und kulturpolitische Prozesse. Ich denke an Václav Czerny, Kultur und Widerstand, an Ferdinand Kohoutka, Oblak a Walczyk, Wolk und Walzer, jetzt gerade erst übersetzt worden ins Deutsche vor 2 Jahren, oder auch von Peter Demetz, Mein Prag, Erinnerungen von 39 bis 45, das habe ich jetzt auch ins Tschechische übersetzt worden, ne? Demetz vor kurzem erst, wenn ich das richtig erinnere. Und dann natürlich auch literarische Reflexionen über die Protektoratzeit zu erinnern. Beispielsweise Ludwig Winder, Die Pflicht, oder natürlich vor allem auch Jerzy Weil, Nas Cesse, Ihr Mendelssohn, Mendelssohn auf dem Dach auf Deutsch, oder natürlich Gibbons Miesto. Das sind sicher Texte, neben anderen, die man noch nennen könnte, die uns selbstverständlich einen sehr tiefen Einblick in diese Zeit geben können. Ein Sonderfall, den ich hier ganz ausklammern muss aus Zeitgründen, ist dann natürlich Theresien, Theresienstadt. Das wird auch mein eigenes Thema, zu beleuchten, was dort auch eben literaturpolitisch und literarisch passiert ist. Da gibt es ja einige Vorarbeiten, aber das muss ich jetzt wirklich aus Zeitgründen leider beiseite lassen. Ja, ausgehend von einer kurzen kultur- und literaturpolitischen Annäherung, muss ich die Zeit im Blick behalten. Einer solchen Annäherung sei zunächst mal ein Blick auf die zentralen Strategien geworfen, die die Nazis eben für dieses Protektorat
vorhatten. Für die Kulturpolitik lassen sich dabei meines Erachtens fünf zentrale Strategien identifizieren, die alle natürlich als Teil einer übergeordneten klassischen Ideologie erscheinen. Und die hat wiederum letztlich die völlige Germanisierung des Raumes, eine komplette Umvolkung im Sinn. Dies ist als Kontextdeterminante bei allem, was ich heute sage, immer mit zu bedenken, dass das letztendlich die Ultima Ratio der nationalsozialistischen Kulturpolitik war. Ich will nur als ein Beispiel die Denkschrift von K.H. Frank anführen, in der, Zitat, eine systematisch durchgeführte politische Neutralisierung und Entpolitisierung der tschechischen Bevölkerung als erster Schritt einer völkischen Assimilierung bis hin zu einer echten Umvolkung des größten Teils explizit gefordert wird. Das ist erstmal die Tatsache, mit der wir uns hier beschäftigen müssen. Noch kurz auf die Folie gehen. Ich habe auch immer versucht, die Zielbestimmung der Kulturpolitik im Protektorat ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben also einmal aus diese fünf wichtigen Ziele, einmal die Instrumentalisierung und Marginalisierung der tschechischen Kultur. Das kann man als eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche bezeichnen oder als eine kriegsbedingte Taktik der Respektierung der tschechischen Kultur, so Goebbels, aber wirklich nur aus taktischen Überlegungen heraus. Wir haben dann zweitens die Durchsetzung der Zweisprachigkeit im öffentlichen Raum, also Beschilderung von Gebäuden, Geldscheinen, Reklametafeln, Ausstellungsplakate, Wegweiser, Haltestellen, alles, was so im öffentlichen Raum sich eben findet, wurde zweisprachig angebracht. Wir finden dann die Volkstumspolitik, also eine völkische Bestandsaufnahme und Germanisierung, vor allem dann mit Heydrich. Ansiedlung von Volksdeutschen, Assimilation der Tschechen, Eindeutschung der Wirtschaft und dann vor allem auch Förderung des Reichsgedankens. Viertens die Entpolitisierung und Neutralisierung, also kulturelle, vor allem Unterhaltungsangebote zur Ablenkung. Kann man auch durchaus als Eskapismus, als von den Nazis geförderten Eskapismus bezeichnen. Und das führt dann letztendlich natürlich zur Germanisierung, die man auf verschiedenen Ebenen jetzt beobachten kann. Ich habe mal die Denkmalpolitik herausgegriffen, also die symbolische Besetzung durch Abtragen von Denkmälern. Das Palazzi-Denkmal wurde abgetragen, das von Ernest Denis, von Wilson, das der Legionäre. Der Žižkov wurde verhüllt, der Bus wurde verhüllt. Es gab Grundsteinlegungen wie das Mozart-Denkmal vor dem Rudolfinum zum 150. Todestag oder auch die Kategorisierung bestimmter Bauwerke des Ratschins, der Karlsbrücke, der Universität als Schöpfung reichsdeutschen Geistes. Ich habe noch mal eine Folie dazwischen, damit wir mal kurz auf die Karte gehen können. Nochmal ausgewählt aus einer Monographie von Detlef Brandes, die nochmal sehr schön deutlich macht, was die Nazis wirklich vorhaben. Das hat zwar jetzt nichts mit Kulturpolitik zu tun, aber spiegelt natürlich letztendlich das wider. Sie sehen hier den Umriss des Protektorates. Und dann haben wir auf der einen Gebiete, die als Umsiedlungsgebiete geplant waren, das so längst gestrichelte. Das sind Gebiete, aus denen sollten die Tschechen komplett ausgesiedelt werden. Dort sollten sogenannte Volksdeutsche angesiedelt werden. Und Sie sehen, haben wir ein Gebiet, was bis an die Stadtgrenze von Prag reicht, oder von Litoměřice aus betrachtet. Ja. Wir haben dann Gebiete, wo sogenannte Sprachinseln, Iglau, Jihlava, Budweis, Brno vergrößert werden sollten, auch durch Aussiedlung von Tschechen. Und wir haben dann auch die Anlage von sehr großen Truppenübungsplätzen, gerade hier in dem Gebiet, nördlich von Brno, zwischen Brno und, was ist das? Ja, kann ich das immer nicht lesen? Ja, weiß ich jetzt nicht, bei Wischnau, nördlich von Wischnau. Hier bei Bedeschow, ein riesiges Gebiet. Die Zielrichtung ist ja nicht klar, hier wird ein deutscher Riegel quasi zwischengeschoben in der Besiedlung, um auch dann mehreren von Böhmen zu trennen. Soll isoliert werden. Also das ist so der Hintergrund. Ich habe das nochmal ausgewählt, diese Karte von Detlef Brandes, um einfach zu verdeutlichen, was für ein Kalkül letztendlich auch hinter der Kulturpolitik stand. Das klingt so toll, dass hier dann tschechische Künstler gefördert worden sind auf den ersten Blick, aber letztendlich steht dahinter eben eine höchst brutale Politik, eine menschenverachtende Politik. Gut. Ungeachtet jetzt der ideologisch aufgeladenen Zielbestimmungen, die ich eben versucht auch an der Folie zu zeigen mit ihren fünf zentralen Intentionen, kam es in der Kulturpolitik im Protektorat, und zwar aus taktischen Überlegungen, zu einer Mischung unterschiedlicher Modelle. Die Nazis haben verschiedene Modelle eingesetzt in den besetzten Gebieten. Wir finden das Modell der Bündnisverwaltung, das wurde in Dänemark angewandt. Wir finden das der Aufsichtsverwaltung Norwegen zum Beispiel.
Und wir finden das der Kolonie Niederlande auch, also auch die Aufsichtsverwaltung. Und wir finden die Kolonialverwaltung wie im Generalgouvernement, also in Polen. Und das Protektorat ist so eine Mischung eigentlich aus diesen drei Ansätzen. Insofern haben wir es hier mit einem Sonderfall zu tun. Es gibt hier sicher mehr Freiräume, mehr Möglichkeiten als im Generalgouvernement und wir setzen Polen, aber natürlich wiederum nicht so viele wie in Dänemark oder in den Niederlanden. Also insofern ist dieser Sonderfall, denke ich, doch einmal etwas ganz Spezifisches. Das hängt sicher damit zusammen, oder definitiv damit zusammen, dass das Protektorat eben aus Gründen eben als Rüstkammer des Reiches oder als Reichsluftschutzbunker, später als Reichskriegsversehrtensanatorium, eben eine besondere Rolle spielte. Alliierte Luftangriffe kamen relativ spät in diese Region und von daher war den Nazis es auch wichtig, hier in dieser Region einigermaßen Ruhe zu haben. Wir haben es also mit einem Spannungsfeld von politischem Handeln zu tun, in dem sich die Kulturpolitik im Protektorat verorten lässt, die unter Regierungsverwaltung stand, da zumindest auf der mittleren Ebene tschechische Behörden Funktionen einnahmen, gleichwohl natürlich unter Kontrolle der Besatzungsmacht. Dabei kann man, denke ich, zwei Phasen unterscheiden. Bis Ende 1941 stand die Arbeit der tschechischen Kulturorganisation, ich komme gleich nochmal zu ein paar Beispielen, war die Arbeit der tschechischen Kulturorganisationen eher von national-konservativen Akteuren geprägt, wenn man das so verallgemeinern kann, und stand unter Kontrolle und Duldung der Besatzungsmacht, und zwar unter der leitenden kulturpolitischen Vorstellung einer Bewahrung der Nationalkultur. Ich glaube, das kann man vereinfacht, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, vereinfacht, glaube ich, für diese Phase konstatieren. In der zweiten Phase, 1942, also mit dem Antritt Heydrichs und dann vor allem dem Heydrich-Mord, dem Heydrich-Attentat, radikalisierte sich auch die Kulturpolitik. Zwar war man weiter um den Erhalt der nationalen Kultur bemüht, jetzt durch das Ministerium für Volksaufklärung, die allerdings eben nur mehr ein Element innerhalb des deutschen Einflussbereiches war und mit dem eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem NS-Regime intendiert war und vor allem auch eine gezielte Instrumentalisierung der tschechischen Kulturinstitutionen. Bemerkenswerterweise von beiden Seiten, sowohl eben durch Vertreter der extremen Rechten, der extremen tschechischen Rechten, also Morawiec insbesondere, aber eben auch durch direkte Eingriffe in die Besatzungsmacht. Gehen wir mal zur nächsten Folie über. Ich überspringe jetzt das Zitat. Das können Sie dann im Skript auch nachlesen. Ich glaube, die waren noch mal hinten aus. Das habe ich gar nicht gesagt jetzt. Ich habe die Handouts schon. Okay, sehr gut. Danke. Ja. Wenn Sie auf das Handout schauen, ich habe da mal versucht, die Institutionen auf der ersten Seite mit den kulturpolitischen Aufgaben im Protektorat zusammenzufassen. Da haben wir auch eine ziemliche Gemengelage an unterschiedlichen Akteuren. Wir finden auf der einen Seite, auf deutscher Seite, finden wir die Kulturabteilung im Amt des Reichsprotektors. Die hat vor allem die Aufgabe der Steuerung der Kulturpolitik. Wir finden dann Akteure, die nur teilweise dann im Lande aktiv waren, wie die SS-Organisation Das Ahnenerbe, mit ihren kruden rassenideologischen Forschungen, die auch in den Bereich der Kultur hineingehen. Dann kommt das Amt Rosenberg hinzu. Rosenberg hat selber versucht, eben ein Kulturamt in Prag aufzubauen. Das ist dann gescheitert. Dem Amt Rosenberg ging es vor allem darum, die deutschen Grundlagen, die Vergangenheit Prags eben wieder herauszuholen, zu akzentuieren und Prag quasi nochmal auf einer symbolischen Ebene zu germanisieren. In Verbindung dann mit dem Aufbau eines als vorbildlich bezeichneten deutschen Kulturlebens, aber auch mit regelmäßiger Schulungsarbeit. Das waren so die Aufgaben, die das Amt Rosenberg hier vornahm. Dann gab es das Ministerium für Volksaufklärung, dem vor allem die konstruktionellen und finanziellen Aufgaben zukamen, direkt von Berlin aus, von Goebbels aus. Dann merkt man auch diese Doppelstruktur in der Kulturverwaltung, auf der einen Seite die Protektoratsverwaltung, aber dann immer wieder auch die Eingriffe, die von Goebbels aus unmittelbar dann da ausgeübt worden sind. Und dann als Beispiel für einen Akteur, auf den ich vielleicht, wenn noch die Zeit bleibt, dann zum Schluss etwas genauer eingehe, die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, die dann ja in der Protektoratzeit zu einer deutschen Akademie der Wissenschaften in Prag wurde. Ich habe so mal ein paar Beispiele dann in der Tabelle immer aufgeführt. Auf tschechischer Seite natürlich dann die Kulturabteilung im Ministerratspräsidium, dann das Ministerium für Schulwesen und Volksaufklärung, dann die Narodni Firmenchenstvi, die Česká národní ráda, ist aber alles auf der
dem enthaupten. Das Ministerium für Volksaufklärung und dann die Gewerkschaftszentrale. Also auch hier unterschiedliche Akteure. Ich werde jetzt auf alle nicht im Einzelnen eingehen, die aber eben in diesem Feld der Kulturpolitik letztendlich dann versucht haben zu agieren. Man müsste dann sogar natürlich auch noch den Sicherheitsdienst und die Gestapo erwähnen, die ja nicht nur durch Zensurüberwachung in Erscheinung traten, also kulturpolitisch in Erscheinung traten, sondern natürlich auch bei den ganzen Verhaftungsfällen. Aktion ITA am Tag des Einmarsches, am 1939. Und von diesen Verhaftungsfällen waren ja vorwiegend Intellektuelle und Schriftsteller betroffen. Das war diese, die Politik. Das heißt, das Zwangsregime der Nationalsozialisten, so hat es ja auch Walter Schamschüler treffend formuliert, versuchte, Zitat, erbarmungslos alle die Gruppen zu treffen, die es als seine Feinde identifiziert hatte, ideologisch, kulturell, rassisch. Und das waren eben Juden und Linke und vor allem Intellektuelle und Künstler. Das sind die Hauptgruppen, die da zu leiden hatten. Nur ein kurzer Blick auf die nächste Folie. Einmal die Kulturabteilung im Amt des Reichsprotektors, die jetzt so kurz übergehen, das können Sie dann auch nachlesen, mit den unterschiedlichen Akteuren, die da eine Rolle spielen, von Gregory zunächst mal, später dann der Martin Wolf, die verschiedenen Abteilungen, die dann einfach die Aufgaben haben, sehen schon, wie breiter das Feld auch der kulturpolitischen Kontrolle war. Also versucht das gesamte Feld der kulturellen Entwicklung abzudecken. Und dann das Pendant auf der tschechischen Seite, bitte die nächste Folie. Ja, das Pendant, sehr gut, danke. Ne, da nochmal einmal das Ministerium für Schulwesen und Volksaufklärung unter Jan Kapras und dann eben der Wechsel mit Manuel Morawetz. Ne, auch hier nochmal eine Umorientierung. Natürlich waren da zum Teil dann auch deutsche Beamte, dann die Ritter von Bruck und andere involviert, aber doch mehrheitlich eben auch tschechische Akteure, die durchaus versucht haben, natürlich dann kulturpolitisch auch Akzente zu setzen. Ja, betrachtet man die tschechischen Behörden im Rahmen der sogenannten Kulturautonomie, so zeigen sich einschneidende Veränderungen auf der Ebene der Akteure vom eher national-konservativ geprägten Nationalrat, also dann dem nachgeordneten Kulturrat, ab 1942 zu den dann kommenden Gewerkschaftszentrale, Kuratorium für Jugenderziehung, Volksaufklärungsdienst, um mal die drei wichtigsten zu nennen. Auch hier kann man, glaube ich, sagen, dass eine Politik der Duldung, die unter Neurath, also bis zum Amtsantritt Heydrichs eben zu konstatieren ist, dass diese Politik der Duldung dann verstärkt durch direkte Eingriffe eben abgelöst worden ist. Und das führte dann entsprechend auch zu einer Radikalisierung in den kulturpolitischen Maßnahmen. Wenn wir auf die nächste Folie ganz kurz gehen, das ist dann die Darstellung eben der Arbeit der Verzhena Osvetova, Sluschva, und dann der anderen, der Lichorovci. Und also wenn man nur mal die Aufgaben sieht, bei Lichorovci zum Beispiel, jetzt geht es ganz klar analog der HJ im Deutschen Reich eben um Leibeserziehung, um Jugenddienst, um Propaganda, Presse und so weiter. Das hat dann auch bedingt was mit Kulturpolitik zu tun, auch wenn diese Institutionen durchaus kulturpolitische Aufgaben möglicherweise wahrgenommen haben. Gut, damit komme ich dann kurz zu den kulturpolitischen Maßnahmen, die umgesetzt worden sind. Wenn man sich die konkreten Maßnahmen betrachtet, so findet man ein Bild aus Anreizen und Repression, eben zur verbotenen Peitsche, wie ich es eben schon skizziert habe. Einerseits erfolgt eine Bistrophierung sudetendeutscher Autoren. Denen wird in der Lektion des Regimes, beziehungsweise in der Tradition einer dem Grenzlandkampf verpflichteten Literatur, eine spezifische Aufgabe der kulturpolitischen Sendung zugeordnet. Kann man zum Beispiel eine Verleihung des Stifterpreises erkennen, der sehr öffentlichkeitswirksam und auch materiell eben umgesetzt worden ist, also ein Preis für die Festigung der Verbindung, Zitat, Verbindung Böhmens und Mährens mit dem Reich. Andererseits findet man auch das ganze Spektrum von Marginalisierung, da wäre an Josef Mühlberger zu denken, bis hin zur Verfolgung und Vernichtung, dazu komme ich gleich noch. Gegenüber tschechischen Künstlern und Institutionen findet man ebenfalls die ganze Bandbreite von Repression, also Kontrolle, Zensur, aber auch gezielter Förderung bestimmter Kulturbereiche durch materielle Anreize bis hin zur wirtschaftlichen Durchdrängung, wie zum Beispiel die Zeit als Virtuosor
oder stärker vor allem im Filmbereich. Also der Filmbereich, das wäre nochmal ein eigenes Thema, der ist viel stärker betroffen von der nationalsozialistischen Kulturpolitik. Da haben die Nazis versucht, eben überall Kontrolle auszuüben und den Film ja auch als ein propagandawirksames Mittel eben sehr viel stärker zu nutzen. Das Thema Barrendorf ist, glaube ich, auch noch ein Thema, was man mal bearbeiten müsste. Der ganze Bestand, der dort liegt an Filmen, das ist wahrscheinlich das Einzigartige. Das heißt aber, Kultur wurde im Sinne des Regimes von nationalsozialistischer Seite institutionalisiert und man kann in den kulturellen Freiräumen, die es sehr wohl gab, ohne das jetzt zu überschätzen, kann man auch eine Ventilfunktion erkennen. Das heißt, die Autorenförderung umfasste Unterstützung bei Werbung, es gab Dichterfahrten, Literaturpreise, es gab Buchausstellungen, eine Förderpolitik, sowohl für deutsche als auch tschechische Autoren. Allerdings stand natürlich immer die Propaganda im Zentrum. Das war immer, das immer der Propaganda. Und auch bei den bestehenden Freiräumen muss man, glaube ich, letztendlich auf die personellen Engpässe verweisen. Die Besatzungsmacht konnte eben nicht so viele Beamte und Angestellte bereitstellen, als dass sie damit all den Aufgaben eben wahrkommen können. Und das führte eben dazu, dass in vielen Institutionen, nicht nur in der Kultur, immer noch Tschechen mehrheitlich auf den Positionen saßen, die zum Teil auch für Fragen der Zensur zuständig waren. Und das hat natürlich dann eine lückenlose Kontrolle immer wieder auch unterbunden. Es gab immer wieder dann auch Freiräume, in denen man sich dann bewegen konnte. Insgesamt aber kann man für die Literaturpolitik im Protektorat und ihrem führenden Funktionär August Ritter von Hopp oder Hopp, die Tschechen haben dann wohl Känguru genannt, auch wenn uns das Name kurz spricht, das Hopp, kann man ein Bestreben nach aktiver Lenkungstätigkeit beobachten. Aufgaben der Sektion Schriftung umfassten nach Hopp die Zentralisierung der Zensur des gesamten nicht-periodischen tschechischen Schrifttums, die zentrale Lenkung der Papierbewilligung, die Überprüfung von tschechischen Texten vor 1939, die Förderung der Autoren, die Erfassung der Aktivitäten von Autoren, Verlegern, Buchhändlern und Druckereien sowie die Erteilung von Verlags- und Buchhandelskonzessionen. Da wird also alles abgedeckt in der Abteilung, was irgendwie mit Dichtung, mit Literatur zu tun hat. Vorbild ist hier dann auch die Liste des schädlichen, unerwünschten Schriftungs. Da können wir mal die nächste Folie kurz reinholen. Ich habe mir jetzt die Folie hier entsprechend genommen aus dem Reichspropagandaministerium. Da finden Sie all das, was ich als im Einzelnen aufzählen habe, da finden Sie all das, was eben nicht erwünscht war von der marxistischen, der jüdischen, der bolschewistischen Literatur bis hin zur Sexualpädagogik, zu Asphalt- und Zivilisationsliteratur. Also all das, was unerwünscht war. Das ist so ziemlich alles, glaube ich, was heute unseren literarischen Kanon ausmacht, was damals verboten wurde. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Nochmal die nächste Folie bitte, da habe ich nochmal zusammengefasst die kulturpolitischen Maßnahmen im Bereich Literatur, also worum ging es eigentlich, es ging um Repression, Schutzhaft bis hin zu Exekutionen, Überwachung, das ganze Programm, Kontrolle, Zensur, Einschränkung der Tätigkeit, Publikationsverbot, dann materielle Anreize, Förderung aktivistischer, wie es euphemistisch hieß, Periodika und Bücher, Privilegien, Fahrten für Kulturschaffende, Literaturpreise, auch für tschechische Autoren, Öffentlichkeitsarbeit, ökonomische Durchdringung bis hin zur Subvention von Akteuren und Institutionen. Gut, damit komme ich zu der literaturpolitischen Ideologisierung. Und da kann man als Grundstrategie der Nationalsozialisten die Förderung völkischer, die Aussonderung volksfremder Autoren zu nennen. Das ist, glaube ich, wenn es eine These formulieren will, dann kann man, glaube ich, Literaturpolitik auf dieser These eben fassen. Das ist im Grunde eine Sortierung, die bereits nach dem Ersten Weltkrieg einsetzt, wenn nicht teilweise sogar noch früher. Das möchte ich an einem Vergleich der einschlägigen Literaturgeschichten belegen, in dem es eben primär um Erfassung, besser um Konstruktion einer spezifisch sudetendeutschen Literatur ging. Literaturgeschichten stellen ja in der Tradition, das ist älter, ich kann auf August Wilhelm von Schlegel zurückgehen, eine historische Perspektivierung literarischer Texte und ihres Zusammenhanges dar und damit wollen sie einen Sinn erstellen. Und damit sind sie entscheidend von geschichtsphilosophischen Deutungsmustern und politischen Erwartungshaltungen geprägt, wobei ein genetisches Konzept bereits bei Gervinus zur Ausbildung kommt.
Also es ist eine ältere Tendenz, die wir in der Literaturgeschichte kennen, das genetische Prinzip. Das ist nichts, was die Nazis erfunden haben. Was sich jetzt aber nach dem Ersten Weltkrieg verstärkt durchsetzt, das sind jetzt Versuche, Literatur und Kultur als Medien eines nationalen Formierungsprozesses zur Ausbildung kollektiver Identität einzusetzen und Texte und Autoren damit, natürlich in der Tradition von Herder, in der Tradition auch von Friedrich Schlegel, als Bestandteil einer Sinngeschichte zu betrachten, deren Subjekt die Nation oder eben, dass das Neue die Volksgemeinschaft ist. Das Erste geht natürlich schon auf das 19. Jahrhundert zurück, das kennen wir alle, aber jetzt geht es eben um die Volksgemeinschaft. Und der funktionale Geltungsansprüche auf einer stammesgeschichtlichen Grundlage, da könnte man jetzt auch Sauer zitieren, die berühmte Rektoratsrede, die sind vor allem für die sowjetendeutschen Literaturgeschichten charakteristisch. Das haben Sie auf der Rückseite des Handouts, da habe ich mal so einige wichtige aufgeführt, aus denen dann jeweils dieser teleologische, dieser zielgerichtete Charakter hervorgeht. Das geht los mit Rudolf Volkern 1925. Dann haben wir, auch hier kann ich jetzt nicht im Einzelnen drauf eingehen, dann haben wir Josef Pitzner natürlich, rein keine Literaturgeschichte, der ist ja Historiker gewesen, aber es passt ganz gut in diese Darstellung. Josef Neuwirth, die Kunstgeschichte, dann Jaksch, das Lexikon, Mühlberger Literaturgeschichte, Segeda, Albert Schmidt und so weiter. Wie gesagt, es gibt durchaus unterschiedliche Ausprägungen, gerade Mühlberger ist ja einer der wenigen, der durchaus noch der Verflechtungsthese folgt, die bei den anderen längst eben aussortiert worden ist und die bei den anderen längst eben quasi überhaupt keine Position mehr findet. Wenn man vielleicht ein Fazit ziehen will, bis hin zu Nagler in der vierten Auflage, der berüchtigten vierten Auflage der Literaturgeschichte des deutschen Volkes, Dichtung und Schriftung der deutschen Stämme und Landschaften, dann könnte man vielleicht sagen, wie ich es hier versucht habe zu formulieren, ganz unten, eine persönliche Involvierung in die territorialen und politischen Kontexte und eine wachsende Akzentuierung der Grenzland, der Heimat und auch der Bauernmotive. Das scheint mir so eine Tendenz in diesen Literaturgeschichten zu sein, ohne jetzt die Unterschiede hier verwischen zu wollen. Also da müssen wir dann einfach nochmal reinschauen. Ich habe versucht, mal so ein bisschen in den Überblick zu geben, was auch die Unterschiede sind in diesen einzelnen Literaturgeschichten. Für mich ist aber wichtig, dass ich in diesen Arbeiten eben deutlich ein Dichotomie-Modell herauszubilden beginnt, was von einer doppelten Trennung ausgeht. Das ist einmal die strikte Trennung der deutschen von der tschechischen Literatur, ja, bei der Formen wechselseitiger oder gar interkultureller Interaktion oder gar von Hybridität entweder ignoriert werden oder auf ein rein monokausales Dependenzmodell reduziert werden, nachdem die tschechische Literatur, wenn überhaupt, eine Ableitung der deutschen ist. Das deutsche Vorbild, diese Art der Paternalismus-These, die wir bereits im Vormärz finden, das wird hier dann entsprechend umgesetzt. Und dann eine zweite fundamentale Differenz, gemäß eben, nach der eben dann Literatur nach nationalen, völkischen und schließlich rassischen Kriterien konstruiert wird. Diese doppelte Differenz, die scheint sich durchzusetzen in den unterschiedlichen Literaturgeschichten. Ja, und das kann man im Grunde auch schon auf der institutionellen Ebene beobachten. 1936, als der Bund der sowjetendeutschen Schriftsteller gegen den Schutzverband deutscher Schriftsteller der Tschechoslowakei gegründet worden ist, wo eine solche Separierung eben bereits stattfindet. Ja, diese Polarisierung, bitte mal die nächste Folie, die findet dann eben auch eine Fortsetzung auf der Ebene der Literatur selbst. Ich habe jetzt mal eine der wichtigsten Autoren herausgegriffen. Ne? Einmal erlaubt, verboten, einmal deutsch, einmal tschechisch, oben das Tschechische und oben das Deutsche. Ne? Da haben wir die Autoren, die noch offiziell eben schreiben dürfen, Durich, John, Zahradnicek, Savada. Wir haben dann die, die im Untergrund sind, Eisner, Kanister, Orten, Jerzy Weil. Wir haben die, die dann eben hingerichtet worden sind, wie Wanschowa, Polacek, Tschak, also die in den Konzentrationslagern ermordet worden sind oder im Rahmen der Erbichiade ermordet worden sind. Wir haben die, die ins Exil gegangen sind, England, USA, Sowjetunion und das gleiche auf der deutschen Seite. Auch hier, wir haben die exponierten Autoren, die sudetendeutschen Autoren, die dann wirklich mit dem Regime das Regime aktiv unterstützt haben. Wir haben die Mitläufer wie Hans Watzlik, wir haben die innere Migration, da könnte man vielleicht Josef Mühlberger nennen. Wir haben dann die, die wieder im Untergrund waren, zwar verfolgt wurden, Oskar Baum, Kamil Hoffmann, Kisch, Kornfeld und viele, viele andere. Und auch hier wiederum die, die ins Exil gegangen sind. Diese Differenzierung ist dann im Ergebnis einer
repressiven, einer repressiven Diktaturpolitik. Gut, das habe ich immer noch eine ganze Menge, noch zu viel. gut, ich überspringe einen Teil. Ich würde dann doch ganz gern noch auf meine Fallstudie zu sprechen kommen. Auch wenn ich da jetzt auch keine schlüssigen Ergebnisse zeigen kann, aber ich zumindest einige Aspekte vielleicht hier benennen möchte, die aus meinen Studien eben zur Gesellschaft, zur Förderung deutscher Wissenschaft und zur Literatur eben resultieren. Ich habe jetzt den Bestand im Stadtarchiv durch, im Witzki-Archiv, also der Hauptstadt Prags. Das sind 74 Kartons. Ich habe es noch nicht geschafft, jetzt mir die Kartons von Nummer 70, glaube ich, die im Archiv der Akademie eben vorhanden sind, durchzusehen, aber man kann da schon einiges sagen. Ganz kurz zu dieser Fallstudie, also die Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen, ich nenne es im Folgenden nur Gesellschaft, ist 1891 gegründet worden, lange, lange vor unserer Zeit, Protektorat, ist damals eine institutionelle Antwort gewesen auf die erfolgreiche Gründung einer tschechischen Akademie der Wissenschaften. Und das war dann eben dann der Versuch, eben eine vergleichbare deutsch-böhmische oder prager-deutsche Institution entgegenzustellen. Die Gesellschaft war zwar als Verein organisiert, nahm aber die Tätigkeiten einer Akademie wahr. Das heißt, man vergab Stipendien, man vergab Druckkostenzuschüsse, Preise, unterstützte Ausstellungen sowie die Errichtung von Denkmälern. Die Sektion für Dichtkunst förderte beispielsweise Nachwuchsautoren, Rilke wäre hier zu nennen, die Sektion für Tonkunst, Komponisten, unter anderem Gustav Mahler und vieles mehr. Man finanzierte Editionen, unter anderem eben die Deutsche Bibliothek aus Böhmen, in der ja dann auch die Prag-Reichenberger Stifterausgabe integriert war, und dokumentierte deutsch-böhmische Leistungen mit jährlich erscheinenden Mitteilungen. Also ein ganz vielfältiges Tätigkeitsfeld. Man könnte noch die Deutsche Arbeit jetzt erwähnen, die dann über eine mehrere Jahre hinweg auch von der Gesellschaft ausgegeben worden sind. Jetzt ist es aber nicht so sehr diese Vorgeschichte oder diese frühe Phase der Gesellschaft, sondern in die Phase ab 1941. Präsidentin dieser Phase war seit 1927 Otto Grosser, Medizin an der Deutschen Universität Prag. Der war also seit 1927 Präsident. Und unter dessen Ägide erfolgte die von Anfang an intendierte Umwandlung in eine deutsche Akademie der Wissenschaften. Und anhand von Grosser, dem Protektorat ein williger Gehilfe des Besatzungsregimes, möchte ich exemplarisch die Politik der Selbstgleichschaltung respektive der Arisierung einer Prager deutschen Institution kurz vorstellen. Nach der Besatzung, also 1939, verlor die Gesellschaft zunächst sämtliche öffentlichen Fördergelder. Allerdings gelang es dem Vorsitzenden Grosser und seinem Stellvertreter Wilhelm Weizsäcker im Herbst 1941, die Umwandlung zur Deutschen Akademie der Wissenschaften durchzusetzen. Kunst und Literatur waren damit im neuen Arbeitsprogramm nicht mehr vertreten. Allerdings wurden die Mitglieder, also die die Bildenkünstler, die Komponisten, so sie noch da waren, dann in die philosophisch-historische Klasse übernommen. Das war jetzt eine reine wissenschaftliche Akademie, nicht mehr eine wie vorher, wo dann die Künste Berücksichtigung fanden. Als zentrales Arbeitsgebiet wurde der mittlere Ostraum deklariert, so Grosser. Voraussetzung für die Umwandlung in einer Akademie war aber die Arisierung und Gleichschaltung der Gesellschaft. Laut Protokoll vom 25.01.1939 eröffnete Grosser die jährliche Vorstandssitzung mit dem Hinweis, Zitat, Hinweis, auf die Ereignisse des vergangenen Herbstes, die Vereinigung des Sudetenlandes mit Großdeutschland und gibt, jetzt weiter, den Dank an den Führer aller Deutschen Adolf Hitler herzlichen Ausdruck. Ja, und damit verbunden wird dann der Hinweis auf die eigentliche Aufgabe der Gesellschaft, der sie bisher nicht nachkommen konnte, so Grosser, die Gesellschaft war als Akademie der Wissenschaften des Sudetendeutschtums mit ihrer ganzen Arbeit in den Dienst um dessen nationale Behauptung im Sudeten- und Karpatenraum eingestellt. Durch den Befreiungstag des Führers wurde dieser Raum aufgespalten. Das gleiche Protokoll eben vom 25.01. Dabei bestand, das wäre noch zu erwähnen, eine enge Bindung der Gesellschaft an die Deutsche Universität Prag. Also meist sehr viele Professoren waren dann auch Mitglied in der Gesellschaft. Vor allem von der Deutschen Universität Prag, einige weniger auch von der Technischen Universität, der Technischen Hochschule.
Und es wurde vor allem die Notwendigkeit des Weiterbestandes vom gesamtdeutschen kulturpolitischen Standpunkt aus betont, was in einer so Brosser dem Vorstand vorgelegten und bewilligten Denkschrift dargelegt und den zuständigen Stellen überreicht wurde. Und hier heißt es, in einem Schluss über die Weiterführung der Gesellschaft auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung, Zitat, der Vorsitzende Brosser stellt den Antrag, die Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Neugestaltung der deutschen Volksgruppe auf dem Boden der nationalsozialistischen Weltanschauung weiterzuführen, einstimmig angenommen, Protokoll vermerkt, und damit scheiden alle nicht-arischen wirklichen und korrespondierenden Mitglieder aus. 14 Tage später, also der Briefwechsel ist jetzt komplett in dem einen Karton im Stadtarchiv enthalten, 14 Tage später, am 4.2.39, informierte Brosser die Mitglieder der Gesellschaft über ein entsprechendes Schreiben vom 30.01.39, das an die nicht-arischen wirklichen Mitglieder Philipp Frank, Alfred Kohn, Oskar Kraus, Hans Meyer, Siegfried Reiter, Emil Starkenstein, Arthur Stein und Samuel Steinherz, alles Professoren der Prager Deutschen Universität, sowie an Willi Nowak ging, gleichwohl Aria, also obwohl Nowak, zu Nowak komme ich gleich nochmal, gleichwohl Aria eben gegangen war. Nur am Rande sei erwähnt, dass Brosser damit nicht nur mehr oder weniger willig eine von oben verordnete Arisierung der Institution exekutierte, sondern dass er als Leiter der anthropologischen Kommission innerhalb der Gesellschaft durchaus auch Perspektiven für die eigene Arbeit erkannte. Das heißt zum Beispiel im Jahresbericht 1938, also noch vor dem Protektorat, Hauptaufgabe, nee, es ist im 39 erschienen, also da war schon die Besetzung erfolgt. Die Hauptaufgabe der Zukunft muss jedoch, so Brosser, darin bestehen, die erst in den Anfängen steckende Rassenpsychologie weiter auszubauen, denn wesentlicher als die Ausprägung der körperlichen Merkmale ist für die Daseinsformen eines Volkskörpers die Ausprägung der geistig-seelischen Struktur, die ja nicht weniger als die körperlichen Merkmale rassisch bedingt ist. Also da hat jemand wirklich ein vollkommen neues Forschungsfeld entdeckt, bei dem er, glaube ich, sich große Regen erhoffte. Am 7.2.39 folgte ein Schreiben Brossers an die nicht-arischen korrespondierenden Mitglieder und genannt werden als, Zitat, sicher nicht arisch, Berthold Hatschek, Hans Kelsen, Egon Erwin Kisch, hier im Vermerk, in Amerika aber wo? Das haben schon dahinter geschrieben, mit der Schreibmaschine und dann dahinter, ja, da weiß ich, wer ihn kriegt, na, den Kisch. Ernst Peter, wer noch? Georg Pick, Hugo Steiner Prag, Emil Utitz, Franz Werfel, Heinrich Josef und Julius Kohl. Beigelegt in den Unterlagen ist eine Liste der ARIA-Erklärung, auch ganz spannend, der korrespondierenden Mitglieder mit den jeweiligen Einverständnisformularen, unter anderem, also sie haben ihren ARIA-Nachweis damit bestätigt, unter anderem von Richard Teschner Wien, Josef Blau Neuern, Franz Jesser Zwittau, Alfred Kubin Bernstedt, Gustav Wilhelm Wien, Dienstenschmidt Berlin. Und ferner findet sich dort auch der Durchschlag einer Anfrage vom 20.02.39 bezüglich der Rassenzugehörigkeit des Bildhauers Hugo Lederer, die von Rudolf Honigschmidt aus Reichenberg, ein Kunsthistoriker, positiv im Sinne einer arischen Abstammung beantwortet worden war. Also damit beschäftigte man sich in der Akademie. Das ist die Korrespondenz dieser Jahre. Enthalten sind noch einige Blankoformulare mit dem Wortlaut, Zitat, der Unterzeichnete erklärt hiermit ehrenwörtlich, dass er arischer Abstammung im Sinne einer der reichsdeutschen gesetzlichen Bestimmungen ist. Auch wenn es sich jetzt nicht um einen Schriftsteller, sondern um einen Maler handelt, möchte ich Ihnen doch den Fall Willi Nowak zum Abschluss kurz vorstellen. Immerhin einer der Vertreter der von Max Brod und anderen immer wieder lobend erwähnten Gruppe Osmar, die Acht, wichtige Maler in der Zeit der Moderne, der frühen Moderne. Eine Gruppe deutscher und tschechischer bildender Künstler, die 1907 über die nationalen Grenzen hinweg zu enger Zusammenarbeit fanden. In dem eben angeführten Beschluss zur Arisierung wird vermerkt, außerdem beschließt der Vorstand einstimmig den Ausschluss des arischen wirklichen Mitgliedes akademischer Maler Willi Nowak wegen seiner Stellungnahme gegen das nationalsozialistische Programm auf dem Gebiete der bildenden Kunst. Grundlage ist offenkundig ein Schreiben Nowaks an die Gesellschaft vom 8.12.1934, in dem er sich wohl kritisch zum Nationalsozialismus geäußert hatte. Sieht mir noch nicht vor, das Schreiben. Ich vermute mal, es könnte bei den Personalakten liegen, die im Akademiearchiv sind. Das habe ich noch nicht durchgesehen.
Man findet in den Unterlagen im Horowitz aber eben den Durchschlag des Schreibens von Nowak vom 21.02.1939, in dem er sich als unpolitischer Maler gegen die Begründung des Ausschlusses verwahrt, also aus der Gesellschaft, und er seine Distanz zu den unter dem neuen Regime als entartet angesehenen Malern der Brücke artikuliert. Zitat Nowak: Dass meine Kunst selbst, die sich ja niemals geändert hat und ändern wird, weder heute noch früher im Gegensatz zur Kunstanschauung des Nationalsozialismus sich befindet, steht wohl nicht zur Diskussion. Und der Vorwurf, ein Franzosenfreund zu sein, den kontert der von Cézanne und den französischen Impressionisten beeinflusste Nowak mit einer bemerkenswerten Distanzierung vom eigenen, von seinem bisherigen künstlerischen Weg. Da heißt es dann weiter: Wenn wirklich ein französischer Einschlag in meinen Bildern sein soll, so ist das ein Einfluss des Prager Milieus, das heißt im speziellen Fall der Niederschlag meines Umgangs mit tschechischen Malern seit etwa meinem 5. Lebensjahr. Und hier schließlich dann ein Bericht über die schwierige Zeit an der überwiegend tschechischen Akademie der Künste sowie eine persönliche Apologie an. Es geht weiter: Ich habe mir in meiner unpolitischen Stellung zum Leben bisher nie den Kopf darüber zerbrochen, dass Nationalität etwas anderes sei als etwas durch die Sprache Bedingtes. Meine Eltern sprachen Deutsch und ich ging nur in deutsche Schulen, beherrsche selbst heute die tschechische Sprache sehr unvollkommen, betrachte ich aber das Faktum Nationalität von den heute geltenden Gesichtspunkten aus, nämlich von rassischen, so muss ich mich ausgesprochen für einen Mischling von deutschem und tschechischem Blut ansehen. Meine weitere Verwandtschaft ist blutmäßig zumindest ebenso tschechisch gewesen wie deutsch. Ja, und dann werden auch die Kontakte eben mit den tschechischen Malern durch familiäre Bindungen begründet, so durch seinen Onkel Riga, ein tschecher Kunstmäzen. Diesen Kindheitserinnerungen ist es zuzuschreiben, dass ich in späteren Jahren als meine besondere Aufgabe ansah, unpolitisch, kulturell mit den Tschechen zusammenzuarbeiten. Ich habe auch in der Zeit zwischen 1906 und 1912, während ich noch in Prag lebte, mit tschechischen Malern zusammen ausgestellt und unter ihnen viele Freunde gewonnen. Und dann erfolgt noch ein Verweis auf die eigene Hitlerstellung, auch wenn Nowak eben bemerkt, dass eine solche in der Gesellschaft eben jetzt nicht nur erwünscht, sondern ganz entschieden abgelehnt wurde. Und dann kommt das unpolitische Fazit. Ne? Man bezeichnet heute eine solche unpolitische Haltung als ins Niemandsland gehörig. Ich glaube aber, dass an Orten wie hier, wo zwei Völker so nah aneinander stoßen, auf die Dauer ein so harter Standpunkt nicht aufrechterhalten werden kann, wenn man vermeiden will, dass die davon Betroffenen sich nicht unaufrichtig, je nach Bedarf, einem rassischen, rein nationalen Lager anschließen, in welches sie eigentlich nicht gehören. Das kann man jetzt auch indirekt als eine Dekonstruierung der nationalsozialistischen Ideologie eben lesen und ihrer eindeutigen Kategorisierungen, nach denen es eben nationale Zwitter, so das Pfitzner in seiner Studie formuliert, eben nicht mehr geben darf. Ja, zum Ausblick, und da bin ich auch fertig, ich bin halt was in der Zeit. Ganz kurzer Absatz noch. Ne? Die zentrale Frage also, ob ein kulturpolitischer Masterplan seitens der Besatzungsmacht vorgelegen habe, das lässt sich meines Erachtens höchstens für den Film nachweisen. Ansonsten kann man eben, wie ich oft habe zu zeigen, ein ganzes Repertoire an kulturpolitischen Instrumenten wie Maßnahmen direkter Kontrolle und indirekter Beobachten, begleitet eben von dem Bestreben der tschechischen Konkurrenz auf allen kulturelle Angebote entgegenzustellen. Offenbar muss damit auch heute noch die Frage, die gerade auch im Kontext von Theresien immer wieder diskutiert wird, inwieweit Kultur und Literatur System stabilisierende und unterstützende Effekte besaßen, also insofern auch affirmativ gewirkt haben, das ist eine Frage, die gerade bei Theresien immer wieder mal aufgeworfen wird, oder eben, wie weit von einem Konzept ausgeben kann oder darf, dass Kultur eben als Lebenselixier in höchst schwierigen Zeiten eben versteht. Ja, vielen Dank. Pokud si netroufáte německy, tak Maruška bude překládat.
Významně podívá. Ja, es gab ein bisschen Konkurrenz, auch zwischen den Nazibehörden. Hitler hat ja ein System konzipiert, in dem sich seine Satrapen, nachgeordneten Ministerien oder Minister, alle gegenseitig Konkurrenz geworden haben. Er hat auch ganz bewusst vermieden, klare Kompetenzen zuzuweisen. Das ist so, der macht ja dividiert Unterwahl. So kann man das, glaube ich, vielleicht vergegenwärtigen. Also ganz bewusst eben keine Kompetenzen, sodass er dann die letztliche Entscheidung hat. Und die Protektoratsbehörden, also die deutschen Protektoratsbehörden, hatten kein Interesse, Ost-Berlin Weisungen entgegenzunehmen. Und die haben ihn dann sich auch gegenseitig blockiert. Also ganz unerfolgreich will ich jetzt nicht sagen, aber sie konnten sich nicht so entfalten wie die Protektoratsbehörden selbst. Abgesehen davon, das ist ein dermaßen gutes Zeug, was sie da gemacht haben. In rassekundlichen Forschungen und dann haben sie solche Luren ausgegraben und Musikinstrumente. Ein Blödsinn, das ist das auch bei Hammelbüchen. Also da waren die Grunde sogar moderner hier in der Protektoratsverwaltung, als das, was dann noch im Rosenberg eben passiert ist. Abych to jenom tak jako zhrnula závěrem do jedné věty, že se vlastně ty úřady velmi často konkurovaly. Vlastně, že ten Hitler jako se bránil tomu, aby vlastně předoval přímé kompetence, že on si chtěl podržet vždycky tu vlastní tu moc rozhodnutí a asi z toho důvodu, teda, že se navzájem blokovali, tak vlastně to nebylo tak úspěšné, jako by si oni sami představovali. Mně se líbilo to, ta sebe definice Emilio Nováka. A jako ojedinělé nebo podobných, jak si bylo víc, nebo je to náhoda, jste našel zrovna toto? Also ich habe jetzt nur Novak gefunden, in dem Bestand im Stadtarchiv. Ich sagte, das sind aber nicht die Personalakten. Ich habe jetzt auch die anderen noch hier im Einzelnen mehr angesehen. Novak ist mir aufgefallen, weil da die ganzen Durchschläge der Korrespondenz eben sind. Aber da kann ich, glaube ich, erst mehr sagen, wenn ich dann den restlichen, die Personalakten eben noch. Und pan Hörn ještě vydíval u těch osobních složek, tohle vlastně z nějakého trajného kartonu a tam právě do okata do Novak, že tam jsou vlastně průklady toho všeho, ale že asi víc, kde on 30 se podíval do těch jednotlivých osobních složek. Also wir finden vielleicht ein anderes Beispiel, Josef Mühlberger, das hat der Kollege Berger hier herausgearbeitet, der musste sich zum Beispiel zur Wehrmacht melden, um eben Verfolgung zu entgehen. Das ist also jeden deutscher Autor, aber eben nicht systemkonform. Je tam další ten vlastně spisovatel nebo autor, který mě odpovídal úplně do systému Josef Mühlberger, který se musel přihlásit vlastně k Wehrmachtu a který mě to tak zu den Grenzen. Also ich meine, Sie haben gezeigt, dass das Protektorat etwas Spezifisches sei. Ja? Oder wollten Sie das zeigen? Und mich würde das, aber auf der anderen Seite haben Sie ständig gesagt, Sudetendeutsch. Nur es gibt diesen Sudetengau. Dann würde mich halt mal interessieren, also gibt es dann einen Unterschied zwischen der deutschen Kulturpolitik im Reichsgau Sudetenland und Protektorat? Und die zweite Frage, die vielleicht irgendwie damit zusammenhängt, ist die Einmischung jetzt der autochthonen Deutschen, also der, sage ich, Sudetendeutschen oder Pragedeutschen, und die Konkurrenz zu den Reichsdeutschen. Mir scheint das irgendwie, also dass die oberen Etagen von den Reichsdeutschen besetzt wurden und die Sudetendeutschen sich eher so bemüht haben, also auch hochzuklettern, aber das vielleicht doch nicht erreicht haben, deshalb irgendwie kommen sollen. Sollte sein, also ist die Frage, wir sind zwei. Ještě možná poprosím o překlad otázky. Já jsem se ptal na hranice, jakou roli hrála hranice mezi protektorátem a s župou Sudetskou. Žízkou župou Sudetskou. To je jedna otázka, to znamená, jestli ta kulturní politika Žižka byla stejná, podobná, nebo přece jenom rozdílná. A
ta druhá otázka byla, jakou roli hráli potom v té protektorátní politice, která byla říská teda ty sudetští Němci, jestli viděli možná i tu hranici jinak, nebo ji neviděli někteří teda vnímat tu hranici, a jestli se pak nesnažili vlastně díky Praze protektorátu postoupit do nějakých vyšších patr, kteří jste byli. Jetzt habe ich natürlich wirklich nur das Protektorat betrachtet, nicht das, die Grenzgebiete, also das Sudetenland. Da muss man jetzt natürlich mal differenzieren. Es gab ja einmal dann den Reichsgau-Sudetenland, das sind die nördlichen Gebiete, ne, während die südlichen ja Römerwald und Mähren ja dann den Donaugauen dazu geordnet waren. Unterschiede kann man natürlich sagen, klar, es gab doch keine Tschechen. Erstmal, von daher fällt diese Doppelung weg in den deutschen Gebieten. Was mit einer rein deutschen kulturpolitischen oder rein deutschen Kulturverwaltung zu tun, das wäre ein Unterschied. Die Maßnahmen, die sind durchaus analog, also der Kriterienkatalog der ungarischen Literatur, der wurde reichsweit und auch in den ganzen besetzten Gebieten angewendet. Das ist da jetzt mal kein Unterschied. Ja, klar. Tak pan Hennert říká, že vlastně teda rozdíl je v tom, že už i ta vlastně Župa teda, nebo Sudety se dá rozdělit na severní vlastně oblast a potom ta nižní Šumava, to kteří spadali pod tu Dunajskou oblast. Jako velký rozdíl je v tom, že tam vlastně nebyly Češi, když tam odpadala vlastně takový struktura, jako tomu bylo zbytku protektorátu, ale jinak teda ten aparát těch opatřeních nebo to spektrum bylo prostě podobné jako v tom protektorátu. Ja, die zweite Frage, ganz wichtig, sagen Sie fast schon beantwortet, Herr Niemetz. Es wurden wirklich Reichsdeutsche in die Führungsposition gesetzt. Die Sudetendeutschen waren mehr als verärgert, dass sie nicht die Position bekommen haben. K.H. Frank wäre ein Beispiel, der immer wieder versucht hat, Reichsprotektor zu werden. Ich muss sagen, dem Heydrich-Attentat ist es ihm gelungen, weil immer jemand anders vorgesetzt worden ist. Andere wie Ullmann, Hermann Ullmann, der lange die deutsche Arbeit geleitet hat, der aus diesem völkischen Kontext kommt, der wurde kaltgestellt. So ist es vielen gegangen. Das heißt, die Sudetendeutschen haben fast immer die zweite Geige gespielt. Wir mussten immer dann sich dann Reichsdeutsche unterordnen. Das ist so das große Dilemma, könnte man fast generalisieren. Lassen wir mal raus an der Seite, Hähnlein war ihnen dann Gauführer, klar. Aber alle anderen hatten sich ja nicht die Karriere machen können, die sie oft haben. Tak řekl nebo formuloval, že v těch vedoucích pozicích byly říští Němci, ty sudetští Němci hráli vždy po případě se po druhé housle a vlastně se do těch vedoucích pozic nikdy nedostali, třeba Frank, který byl jako říjský protektorem, ale ani po atentátu na Heydricha se mu to nepovedlo, jako tam vlastně jediný ten Henlein, jakože se stal vlastně, teda dosáhl té větší pozice v té župě Sudety, ale jinak ne. Možná já na to navážu otázkou, protože proč to tak bylo? Proč byli sudetští Němci v protektorátu v Němci druhé kategorie? Warum? Also ich denke, dass Hitler mehr den Reichsdeutschen getraut hat als seine Österreicher. Tam je ještě jedna otázka, jestli spojená, nakolik se vlastně cítila jednota toho českého území nebo českého království, abych tebe řekl. A ta hranice se brala jakoby dočasná nebo relativní. A nakolik vlastně se to bralo to, co vzniklo po Mnichovu, jako definitivu? Also alles, was wir haben an Quellen und was wir aus den diversen Stellungnahmen wissen und auch aus der konkreten Rassepolitik der Nazis war das ganz klare Ziel, den gesamten böhmischen Raum zu germanisieren. Ja, das heißt, ein relativ großer Teil der Tschechen sollte eingedeutscht werden, ein Teil ausgesiedelt werden, was immer das heißen mag, ja, und dann noch ein Teil also vernichtet werden, physisch vernichtet werden. Co jsou, tak vlastně celý ten český prostor měl být jako germanizován, čili část těch Čechů poněmčená, část prostě přesídlená, a to znamená, že cokoliv, a část prostě eliminována, úplně zničená. By mohlo dojít k obnově Českého království, toho území v tom, jako součástí říše, jako těch hranicích. Ja klar, ja, also die böhmischen Länder
Bundesländer als Teil des Reiches. Ja. Ich meine, das ist Kultur, ich habe jetzt übersprungen, diese eine Passage, das ist kulturpolitisch vorbereitet worden, dass man gerade nach 1942 vor allen Dingen Reichsgedanken versuchte zu propagieren. Das war so das zentrale Ideologien, ja, neben dem Rassebiologien. Aber dann kommt nicht das Reichsideologien hinein. Die geglaubt haben, wie Morawetz, dass sie damit eine Chance haben, die hätten sich fürchterlich gewundert nach dem Endsieg. Ich hätte eine ganz konkrete Frage, und zwar Frage zur Wissenschaftspolitik. Und zwar, es gibt hier zwei Institutionen, die eine wurde schon in der ersten Tschechoslowakischen Republik gegründet, die zweite in Rík. Já budu mít konkrétní otázku, otázku týkající se politiky v oblasti vědy, a sice týkající se dvou institucí. Jedna byla založena už před druhou světovou válkou, druhá před druhou světovou válkou. Mě bude interesírem, kdy diese zwei Institutionen eigentlich zur deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste stehen. A zajímalo mě, jaký byl poměr těchto dvou institucí té německé akademie, o které jsme tady mluvili. Die erste Institution ist die Sudetendeutsche Anstalt zur Heimatforschung in Reichenberg. Ob es dort Beweise gibt, dass diese zwei Institutionen vom Krieg sozusagen ein bisschen Konkurrenz dargestellt haben, hier wirklich zusammengewirkt hatten. Und die zweite Institution, und da muss man auch was Bohemistisches, sogar Tschechisches mit erwähnen, und zwar das Institut Rainer-Heydrich-Stiftung und diese Institution sozusagen Vorgänger von diesem Institut eigentlich. Ja. A sice tady bych se chtěl zeptat, jaký byl podíl dvou institucí, jak jsem už říkal, na nějakém vytváření toho politické instrumentalizace vědy. A sice první věc, jestli je to německý vlastivědní institut v Liberci, který vzniknul už před druhou světovou válkou, a potom druhá věc je, nyní už také k dispozici v češtině přeložená práce o nadaci Reinharda Heydricha, která vlastně je v jistém smyslu předchůdcem Ústavu pro českou literaturu i český jazyk, která vznikla v roce 1943 a kteráž to instituce měla už přímo vlastně bohemistický program. Und zu Reinhard Heydrich Stiftung zuletzt, da muss auch mit erwähnt werden, dass dort auch indirekte Beweise sind, dass auch tschechische Wissenschaftler dabei mitgewirkt hätten können. A u té poslední instituce ještě jsou nějaké nepřímé indicie, a to se pana Heneho také ptám, že tam měli také spolupracovat údajně někteří čeští filmové. Das ist eine schwere Frage, weil ein ganzes Feld aufgemacht wird. Ja, ja, also ich ging davon aus, dass du die Bestände natürlich in den Beständen einigermaßen. Also ich habe mich noch nicht mit der Heydrich-Stiftung befasst, das steht auf meiner Agenda ganz oben. Prinzipiell kann man aber sagen, da ist zunächst mal das Gleiche, was wir auch in den Ministerien finden, haben wir es auch hier mit einer gewissen Konkurrenz zu tun. Im Grunde genommen arbeiten alle im gleichen Feld und alle versuchen irgendwie einen besonderen Bezug zu Hitler zu bekommen oder besondere Aufmerksamkeit zu Hitler und Goebbels und nachgeordneten Ministerien. Der Unterschied ist vielleicht, dass bei der Gesellschaft eben, das kann vielleicht auch mit der Tradition zusammenhängen, strikt darauf geachtet wurde, dass dort keinerlei Tschechen mitarbeiten. Da ist eine ganz strikte Trennung. Ob das jetzt bei der Heydrich so viel offener war, eigentlich zu bezweifeln, und bei der Liberetzer, bei der Reichenberger Stiftung. Die Zeit ist natürlich bei Heydrich noch zu kurz, gerade mal die zwei oder drei Jahre, dann war der totale Krieg, dann war eh schon vorbei, 1944, da lief er nicht mehr viel. Ich glaube, da ist die Zeit zu kurz, um jetzt zu sagen, welche wissenschaftspolitischen Akzente sie gesetzt hätte. Letztlich habe ich aber den Eindruck, läuft das alles auf diese Erforschung der sogenannten, oder des Ostraumes, wie man es genannt hatte, hinaus. Ich
könnte mir vorstellen, dass sich letztendlich die Gesellschaft durchgesetzt hätte, weil sie ja die ganzen Professoren der Prager Deutschen Universität hatte. Und das war einfach eine starke Gruppe, gegen die dann die relativ schwach besetzten, auch personell schwach besetzten anderen sich, glaube ich, kaum hätten so wirklich durchsetzen können. Also das Wissenschaftsmonopol, das wollte die Universität mit der Gesellschaft eigentlich behalten. Da gab es diese Allianz und das haben die auch gegen die anderen dann durchaus ausgespielt. Já na to pak budu reagovat. Že vlastně pan Veden říká, že podobně i jako vlastně na té ministerské úrovni, na těchto institucí se i na úrovni těch vědeckých institucí docházelo prostě ke konkurenci, takže tyto dva spolu, nebo tyto dvě organizace si navzájem konkurovaly s tím, že on se domnívá, že by se prostě prosadila spíše ta liberecká společnost, protože měla jakoby kontakty vlastně té německé univerzitě a tady byla spolu s těmi profesory. A nehledě na to, že vlastně ten Hedrichův institut měl jenom krátkou dobu trvání, několik let. Vlastně. Takže to jsem všude dostatečný. Ja, ganz kurz, Erik Dirac war Vorsitzender der Reichenberger Forschungsstelle und da gibt es gewisse persönliche Verbindungen, wobei natürlich Dirac schon während des Krieges gestorben hat. Und ich weiß nicht ganz genau, wie Wir haben auch eine Gesellschaft. Also da haben wir ein bisschen ja, die personelle Verknüpfung, die ist natürlich schon da. Mhm. Aber das überlagert nur bedingt die Konkurrenz dann auch zwischen den Institutionen. Mhm. Mám souběžně já vám to dobře, no, tady se bavíme o tom, že tady existovala jedna osoba, profesor vlastně staré němčiny, staré německé filologie na Pražské německé univerzitě Dirac, který vlastně byl jak v té liberecké Forschungsstelle, tak i v německé akademii, který za války už vlastně zemřel, takže já nevím informace o jeho nástupci, nicméně to byl člověk, který byl fungoval vlastně už v Liberci před druhou světovou válkou a byla tam jakási, řekněme, personální spojnice mezi těmi oběmi institucemi, což samozřejmě mělo i vliv na nějaké vzájemné, jak bych to řekl, pozice obou těchto institucí. Und meine zweite, also mögliche Ergänzung, der erste Vorsitzende, oder ich weiß nicht, wie er hieß, eigentlich der Vorsitzende der Reinhard-Heydrich-Stiftung war Eugen Ripper, der Bohemist aus der Prager Deutschen Universität. Ja. Also, und Eugen Ripper ist eine Figur, die in der Geschichte der Bohemistik nicht allzu oft miterwähnt wurde, aber in diesem Hinsicht muss betont werden, dass er. Ich habe zu ihm was mal geschrieben, Kontakte mit den tschechischen Wissenschaftlern hatte. Ja. Und dort gibt es wirklich Informationen, dass er auch in der Kriegszeit zum Beispiel Wladimir Schmiauer, den bekannten Onomastiker und Sprachwissenschaftler, ermöglichte zu arbeiten, also in seinen onomastischen Forschungen. Und Ripper war auch derjenige, der einerseits ermöglichte, Časopis Wolgický zu veröffentlichen. Also es erschien ein Jahrgang im Jahre 1944. Andererseits war Ripper derjenige, der wirklich im Sinne der Rassenforschung eine Abhandlung über die rassenkundlichen Grundzüge der neutschechischen Literatur. Und da muss man auch diese seltsamen Positionierung beachten und eigentlich auch entsprechend bewerten, denke ich. O druhé osobnosti, o které jsem mluvil, byl Eugen Ripper, což byl vlastně profesor bohemistiky na německé univerzitě. V podstatě nástupce France Spiny už vlastně v roce 1938, který na jedné straně umožňuje Vladimíru Šmilauerovi zabývat se onomastikou, na druhé straně v té samé době za druhé světové války publikuje práce o
rasových základech nebo české literatury, která vyšla v roce 1943 nebo 1944 už pod hlavičkou nadace Reinharda Heydricha. Já jsem jenom říkal, že tyhle ty osobnosti je také podle mého názoru důležité tady prostě zmínit. Ganz wichtiger Einwand, deswegen habe ich auch zum Schluss das Beispiel Novak nochmal gebracht, um einfach zu zeigen, dass wir die Institutionen beobachten können, wir können die Strukturen beobachten, aber wenn man auf die Akteure dann geht, okay, dann wird das Bild manchmal ganz schön ambivalent. Na, und Rippel ist auch so ein Fall, Novak ist so ein Fall, Nürnberger ist so ein Fall. Klar, es gibt die Bösewichter, in meiner Meinung ist Grosser der Bösewicht, ne? Das ist eindeutig, ne? Aber bei anderen ist es eben schwierig. Ne? Und dann zu beurteilen, ja, was ist Kollaboration, was ist Selbstschutz, also dann verwischen sich die Grenzen. Also Meidl hat ja vor einiger Zeit das mal zu Hans Watzlik gemacht. Ich meine, der ist von einem tschechischen Gericht ja sehr milde bestraft worden. Also wenn er wirklich was gemacht hätte, hätten wir ihn ganz anders verurteilt. Ich glaube nicht, dass die tschechischen Gerichte nach 1945 sehr milde waren zu den deutschen Autoren, nur weil sie irgendwann mal einen Preis bekommen haben. Also auch da muss man so manches relativieren, was in den Nachkriegsjahrzehnten so schön zugeordnet wurde. Hier die Bösen, da die Guten. Das klappt leider nicht immer. Pan Hinner říká, že vlastně ještě samozřejmě úroveň jako institucionální, ta úroveň ta organizace, a když se potom podíváme na ty jednotlivé osudy, tak jakože se ty hranice stírají a občas jsou takové ambivalentní, že proto uvedl vlastně příklad toho Novaka, že pak to může jako vypadat úplně jinak, že samozřejmě existují padouši, že vlastně Grosser, aby jsme potom mohli označit jako jeho padoucha, ale potom prostě je řada jako konkrétních dalších příkladů, ty, které v nich to uvedli, nebo pan Majdl mluvil o Vaclíkovi, kde to prostě vypadá trošku jinak. Und dann gibt es Akteure, die erst nach Jahren neu entdeckt wurden als wirklich böse Gerichte. Eduard Winter. A pak jsou skutečně lidi, kteří mají, máme z nich dojem, že prostě se nějakým způsobem snažili o česko-německé směření a v určitou dobu nepochybně ano. Ale pak se ukázalo, že opravdu se nechovali vůbec slušně. A to byl třeba Eduard Winter. Dann der Arbeit von Ines Luft, kde letztlice díky monografii Ines Luft, která vyšla s tím. Já myslím, že to byl hezký závěr. Pokud tady ještě někdo nemá dotaz, tak já bych vás ráda pozvala ještě tady ke kávě, kafe u kuchu. A pokud má ještě někdo zájem, tak potom začnu se s panem Hrnem ještě zašli na nějaký nápoj do blízké restaurace, takže jste srdečně zváni. Jste zanechlený ten Dan. Děkuji.